Dichte Rauchschwaden hängen über der ostukrainischen Stadt Severodonezk. Nach Angaben der örtlichen Behörden machen sich russische Luftangriffe bemerkbar. Die ukrainischen Einheiten stehen nur noch in den Außenbezirken. Der Gouverneur der Stadt bestritt allerdings, dass Severodonezk unter russischer Kontrolle sei. Auch von der Nachbarstadt Lysychansk aus sind die Gefechte zu erkennen. Das ist Severodonezk, wo es jetzt erbitterte Kämpfe um unser Land gibt. Sie beschießen Lysychansk aus allen Lagen. Es ist zu gefährlich, hier zu sein. Wir müssen hier weg, sagt ein ukrainischer Soldat. Der russische Verteidigungsminister Sergei Shoigu teilte mit, 97% der Oblast Luhansk, in der auch Severodonezk und Lysychansk liegen, seien mittlerweile in russischer Hand. Dieser Rentner ist trotz der Kämpfe nicht geflohen, er hat sich aber in ein Waldgebiet zurückgezogen. Meine Kinder und Enkel saßen in Severodonezk in Schutzräumen. Wie könnte ich sie allein zurücklassen, bis sie herausgeholt wurden und dann war ich an der Reihe. Nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur TASS sind mehr als 1000 ukrainische Gefangene, die im Stahlwerk in Mariupol kämpften, vom Donbass nach Russland gebracht worden. Dort sollen die Strafverfolgungsbehörden gegen sie ermitteln. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew werden Freiwillige, die sich zum Kriegsdienst gemeldet haben, für Kampfeinsätze geschult. Zur Ausbildung gehört unter anderem der Umgang mit Waffen, die Versorgung Verwundeter, Kriegstaktiken und Psychologie. Перезарядка.